Katja Auskamp, als ich ihr Buch gelesen habe, habe ich gedacht, Fußpflegerin scheint ein Traumberuf zu sein. Was ist denn das Beglückende am Beruf der Fußpflegerin? Das ist auch ein Traumberuf. Das hat sich nur noch nicht rumgesprochen. Das Beglückende für mich ist der direkte Kontakt zu Leuten. Wenn man Schriftstellerin ist, dann ist das ja ein einsamer und auch ein bisschen ein asozialer Beruf. Ne? Man sitzt ja immer so alleine, so vor sich hin und so. Und für mich ist es ein wunderbarer Ausgleich, regelmäßig sozusagen Kunden zu empfangen und mit denen ganz direkt zu kommunizieren und sie auch an den Füßen anzufassen. Das ist ja auch gerade heutzutage ein Wert. Ne? Worin besteht der Wert? Ja, in Berührung, in Fürsorge, in Pflege, in Zuwendung. Das läuft ja sozusagen über die körperliche Ebene und aber auch über die Kommunikationsebene, also dass man plaudert, dass man sich unterhält. Wir sind ja alle isoliert im Moment und da merkt man erstmal, wie wichtig das ist und was das sozusagen fürs Gemüt und für die Seelengesundheit für eine Bedeutung hat, dass Leute körperliche Wesen sind auch und auch körperlich zusammenkommen sollen. Und dann ist natürlich der super Effekt bei der Fußpflege, dass man hinterher garantiert immer wunderschöne Füße hat. An einer Stelle im Buch heißt es, ob Polier vom Bau oder eitler Ganzkörpertätowierter, ob Schwangere oder Greisin, ob geistiger Tiefflieger oder Akademiker, wirklich jeder entschuldigt sich, wenn er im Fußpflegeraum zum ersten Mal Schuhe und Socken abstreift für seine Füße. Warum entschuldigen sich die Menschen für ihre Füße? Die entschuldigen sich, wenn sie zum ersten Mal in den Laden kommen und vor allen Dingen, wenn sie auch noch nie bei einer Fußpflege waren. Das ist ja immer irgendwann das erste Mal. Weil sie denken, ihre Füße sind eine Zumutung, weil sie sie normalerweise verstecken. Weil es vielleicht sehr lange her ist, dass sie jemandem anders ihre Füße gezeigt haben. Man kann ja die also auch im Sommer leicht verstecken und irgendwie immer darauf achten, dass niemand diese Füße sehen kann. Und wenn die dann die Schuhe und die Socken ausziehen und da in dem gleißenden Licht ihre Füße zur Schau stellen, ist es den Leuten peinlich, weil es ein bisschen zu intim ist und weil auch jeder denkt, er hat die schlimmsten Füße dieser Welt, was aber nicht stimmt. Wenn die Leute dann zum zweiten Mal kommen, entschuldigen sie sich nur noch ein bisschen und beim dritten Mal gar nicht mehr. Was sagt das Verhältnis, das wir zu unseren Füßen haben, über unser Verhältnis zum Leben? Zu unserem Leben? Naja, die Füße gehören ja zum Körper. Die Füße sind aber auch am weitesten entfernt vom Kopf. Dass wir ein Nichtverhältnis zu unseren Füßen haben oder ein gestörtes, also zu unseren eigenen, aber auch zu den Füßen aller anderen, was sehr häufig ja vorkommt, dass Leute sich ekeln und sagen, sie wollen damit nichts zu tun haben, sie wollen davon nichts hören, sie wollen überhaupt nicht daran denken müssen. Also am liebsten wäre es, sie hätten gar keine Füße, was natürlich eine Katastrophe wäre. Das heißt, dass das Verhältnis zwischen Geist, also Kopf und Körper, Füßen, vielleicht nicht ganz ausgewogen ist und dass man sehr vergeistigt sein kann, aber vielleicht zu seinem Körper nicht so ein entspanntes, freundliches Verhältnis pflegt, sondern vielleicht eher versucht, so zu tun, als hätte man ihn gar nicht, was Quatsch ist. Wir sitzen hier in Marzahn, ein paar hundert Meter vom Studio entfernt, in dem Sie arbeiten. Wenn Sie an das Studio denken, welche Stimme, welcher Satz kommt Ihnen sofort in den Sinn? Och, alles Mögliche, lauter Sprüche. Als ich angefangen habe und noch nicht so sicher war in meiner Arbeit und auch noch so ein paar Fehler gemacht habe und auch mal was wehgetan hat, ne, da habe ich mich immer entschuldigt und also war unsicher und so. Und dann haben die Berliner Rentner immer zu mir gesagt, oh, das macht doch nichts, das heilt doch wieder. Daran denke ich, ist ja auch schön so für alles. Ne? Jedes Kapitel im Buch beginnt mit so einer Momentaufnahme von Marzahn, über die Geschichte von Marzahn. Und ich habe den Eindruck, dass Sie mit diesen Gedanken eigentlich die Vorurteile widerlegen wollen, die die Menschen über Marzahn haben. Ist dem so? Naja, Marzahn ist eben einfach der Ort, wo das alles spielt.
Und man nähert sich so einem Ort, wenn man ihn nicht kennt, ja so durch Äußerlichkeiten. Und man guckt also erst die Straßen und die Häuser an und guckt sich so um und wie der Himmel ist und was so für Läden gibt und so. Und irgendwann kommt man eben den Leuten näher, so wie es in meinem Fall war. Und die wohnen ja nun mal alle hier. Und ich habe mich dann den Leuten genähert über ihre Füße und dann aber eben auch ihren Biografien und ihren Geschichten und ihren Marotten und ihren Eigenarten und ihrer Traurigkeit und ihrem Witz. Und natürlich haben wir auch viel über Marzahn als Plattenbausiedlung gesprochen und über ihre, wie sie da hingekommen sind, die Leute, wie lange sie hier wohnen, wie sie Marzahn finden. Und so gibt es sozusagen einerseits die Außenansicht, die eher noch so touristisch ist. Und dann gibt es aber eine Innenansicht, nämlich wenn man die Bewohner kennenlernt und den Alltag hier erlebt. Und da gibt es zum Teil eben Dinge abzugleichen, die nicht identisch sind. Und da gibt es auch wunderbare Verteidigungsreden meiner Kunden, die so gerne in Marzahn wohnen und die hier so glücklich sind und die hier jung waren und die es nicht mehr hören können, dass alle, die noch nie in Marzahn waren, immer finden, dass hier irgendwie alle nur Kriminelle sind und dass hier irgendwie nur Doofe wohnen und nur Bekloppte wohnen und dass es hier der Abschaum ist, weil es einfach nicht die Wahrheit ist. Und mit diesen Vorurteilen habe ich mich eben im Buch ein bisschen auseinandergesetzt. Es ist ja nicht so, dass nichts dran ist. Es gibt ja auch so Klischees und jedes Klischee hat ja auch irgendwie einen wahren Kern. Aber man darf es halt nicht darauf verkürzen. Und man kann halt auch immer überall das Gegenteil entdecken. Ja, und so habe ich sozusagen den Ort, wo es spielt, in Bezug gesetzt zu meinen Kunden. Die Geschichten in Ihrem Buch sind alle wahr. Das spürt man, wenn man die liest. Nichtsdestotrotz werden Sie die Namen der Menschen, die Ihnen die Geschichten erzählt haben, geändert haben. Aber wie haben die denn drauf reagiert, als sie plötzlich gesehen haben, hier meine Fußpflegerin hat ein Buch darüber geschrieben und aus meiner Lebensgeschichte ist plötzlich ein Stoff geworden, der sogar im literarischen Quartett besprochen wird? Naja, also ich meine, das ist natürlich ein bisschen gewöhnungsbedürftig, wenn man plötzlich merkt, dass man eine Figur in einem Buch geworden ist. Es ist auch so, es ist sehr unterschiedlich. Es haben gar nicht alle mitbekommen. Es ist also je nach Kunden und nach Interessenlage und auch nach geistiger Verfasstheit und Alter und so, haben es manche, wissen es gar nicht, immer noch nicht. Und dann gibt es aber welche, die es wissen und, oder denen es auch zugetragen wurde. Ey, weißt du eigentlich, dass du da in so einem Buch stehst? Die sind natürlich dann ganz erstaunt gewesen und vielleicht auch erst ein bisschen befremdet, aber dann doch auch schnell stolz, weil sie gemerkt haben, dass ich mich nicht über sie lustig mache und dass ich sie nicht vorführe, weil dafür gibt es auch keinen Grund. Und dann haben auch sozusagen andere Kunden, die gar nicht vorkommen in dem Buch, aber das natürlich auch irgendwann mitbekommen. Und wir hatten ja dann auch viele Journalisten und das Fernsehen bei uns im Laden und so. Und die waren eigentlich dann alle ganz angetan und auch, glaube ich, froh, dass jemand aus ihrer Lebenswirklichkeit mal berichtet, ohne diesen Hauch von Häme, den sie eben gewohnt sind und der eben oft dabei ist und wo auch was Abschätziges oder Hochnäsiges dabei ist, was sie nicht leiden können, natürlich. Und die waren ganz zufrieden und haben mir auch immer Pralinen und Blumen gebracht. Ein Motiv, das sich durch das ganze Buch zieht, ist das Berührtwerden, das Gehörtwerden, das Gesehenwerden. Warum ist das so wichtig? Ja, weil wir in Isolation nicht existieren können, weil wir eingehen wie Tiere. Wenn Tiere immer nur alleine sind, den Partner verlieren, dann heißt es ja, sie vertrauern. Und dass man interagiert und dass man sich mit anderen Leuten austauscht, dass man also zu zweit oder in Gruppen ist, das ist entscheidend. Und die Leute, über die ich hier geschrieben habe, das konnte ich ja vorher auch nicht wissen, als ich mit dem Arbeiten hier begonnen habe. Die haben eben unglaublich interessante und vielfältige Biografien. Und die habe ich ja auch nicht auf Anhieb erfahren und auch nicht erfassen können, sondern ich bin durch dieses regelmäßige Wiedersehen mit der Stammkundschaft erst langsam dahinter gekommen, wie erzählenswert und wie sensationell zum Teil die Geschichten dieser Leute sind. Und natürlich sind das nicht Biografien oder Geschichten oder Lebenswege, die auf Seite 1 in der Zeitung stehen. Aber wenn man genauer hinschaut, dann sind es eben großartige Lebensleistungen auch, die sich da verbergen. Und die wollte ich mal zutage fördern. Es hat mir auch selber sehr geholfen,
weil ich damals, als ich hier begonnen habe, ja nicht wusste, wie es mit mir beruflich weitergeht und was aus meinem Leben wird und was ich noch Sinnvolles tun kann. Das mit der Schreiberei war ja sehr in Frage gestellt. Und dann habe ich mich für mein Jammern aber sehr schnell geschämt, als ich meine kleine Krise vergleichen konnte mit den großen Krisen, die diese Leute zum Teil durchgemacht haben und auch sehr gut bewältigt haben. Ich habe also von denen sehr viel gelernt und habe sie einfach sichtbar gemacht. Mazan, mon amour, was für ein wunderbarer Titel. Ist der wirklich entstanden, als Sie, wie Sie es im Buch beschreiben, mit Ihren Kollegen einen Betriebsausflug in die Therme nach Bad Saro gemacht haben, leicht angetüttelt waren und einen Liebesanfall bekamen? Ist das wahr oder ist das erfunden? Das hat mich ja noch nie einer gefragt. Also mit dem Titel, das ist ein bisschen anders entstanden, aber den Ausflug hat es gegeben. Wir waren auch angetüdelt, das stimmt alles. Wir haben auch Aperol Spritz getrunken, das ist alles ordnungsgemäß so wiedergegeben, wie es die Wahrheit ist. Den Titel, das ist ganz lustig, den hat ein Leser vorgeschlagen. Einige dieser Geschichten sind ja, bevor sie zu einem Buch wurden, auf Zeit Online auf der Schriftstellerplattform Freitext schon erschienen. Und da gibt es ja die Kommentarfunktion und da haben die Leute gelesen und kommentiert. Und ein Leser hat geschrieben, machen Sie doch da ein Kurzgeschichtenband draus, Titelvorschlag Mazan, mon amour. Und das hat der Verleger mitbekommen und dann haben wir Kontakt zu dem Herrn aufgenommen und haben ihn gefragt, also ihm gesagt, dass wir das eine super Idee finden und ob wir das so machen dürfen. Und dann hat er gesagt, ja. Absolut passend. Ihr Buch ist quasi im permanenten Austausch mit Menschen entstanden. Ja, das war so. Also das ist ja ein klassischer Minijob, den ich da habe. Also das heißt, 2 Tage die Woche arbeite ich in dem Kosmetikstudio. Und als ich dann angefangen habe zu schreiben, habe ich immer 2 Tage Füße gepflegt und 5 Tage geschrieben. Und sozusagen jede Woche neuen Stoff, neue Inspiration, nochmal nachgefragt, nochmal nachgeguckt. Das war also für mich das perfekte Mischungsverhältnis zwischen diesen 2 Berufen. Und ich, als ich dann wusste, über wen ich schreiben will und so, konnte ich natürlich, weil die immer regelmäßig alle 6 Wochen wiederkommen, auch noch mal ein bisschen genauer fragen und noch mal genauer hinschauen und so. Ja, das war eine wunderschöne Arbeitstechnik für mich. Katja Oskamp, ich erzähle Ihnen jetzt mal eine Geschichte. Eine Frau Mitte 40, Schriftstellerin, kommt in eine Lebenskrise und überlegt sich, ich versuche jetzt noch mal was ganz anderes, wird Fußpflegerin. Fußpflegerin in Mazan und schreibt die Geschichten auf, die ihre Kundinnen und Kunden ihr bei der Fußpflege erzählen. Und das Buch wird total erfolgreich, kommt ins literarische Quartett, hat viele begeisterte Leser, Matthias Brandt, Doris Dörrie, Katharina Thalbach und am Schluss liest ganz Berlin dieses Buch. Wie finden Sie die Geschichte? Das glaube ich nicht.